Wenn wir mit dem Buch der Weisheit, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Woche gefragt haben, was geistlich Leben bedeutet, dann, obwohl große Lücken zwischen diesen Kapiteln entstehen, die wir hier lesen, es sind immer nur kleine Auszüge, aber dann gibt uns heute das Kapitel 13 in diesem Buch einen weiteren Hinweis. Und zwar einen zunächst sehr allgemein klingenden Hinweis, dass man, wenn man die Natur beobachtet, ihre Schönheit, wenn man die Geschöpfe sieht, den Schöpfer erkennen kann. Dazu muss man noch nicht einmal getauft sein. Dazu muss man eigentlich nur offene Augen haben, offene Ohren haben. Paulus wird diesen Gedanken im Römerbrief aufgreifen. Man kann über die Erfahrung dessen, was in dieser Welt ist, was wir Schöpfung nennen, auf den Schöpfer schließen. Dabei kann man allerdings auch einer Gefahr erliegen. Das ist im Moment sehr in, zu sagen, wir wollen uns auf die Welt einlassen, so wie sie ist. Das müssen wir als Kirche und als Christen immer. Aber wir müssen immer auch sehen, dass es eine gefallene Schöpfung gibt. Dass es eine Schöpfung gibt, die sich von Gott abwendet. Und hier verstehen wir besser, was es heißt, geistlich zu leben und geistlich zu sehen. Wir müssen die Dinge so tief sehen lernen, dass wir auf ihren Grund schauen. Dass wir sie so sehen lernen, wie Gott sie gemeint hat. Bis hin zum Menschen. Den Menschen sehen zu lernen, die Dinge der Natur, die uns umgeben, die Schöpfung so sehen zu lernen, wie sie am Anfang war. Als Gott nach jedem Schöpfungstag spricht und siehe, es war gut. Und nicht den Teil heilig sprechen sozusagen, der gefallen ist, der sich von Gott abwendet. Das Buch der Weisheit hilft uns dazu, nicht die Dinge zu verabsolutieren, auch nicht den Menschen, sondern immer in der Relation, in der Beziehung zum Ursprung zu sehen, in der Beziehung zu Gott.